Hey und willkommen zu einer kleinen weiteren Runde Bloons Tower Defense 5. Bewertet doch einfach das Video und viel Spaß. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass ich die ganzen anderen Türme freischalten will. Und genau das habe ich auch getan, wie ihr uns erkennen könnt. Die werden jetzt gerade alle freigeschaltet. Ich habe auch einige neue Upgrades freigeschaltet. Unter anderem auch die Bananenplantage zum Beispiel ist dabei. Und das Fallschussgewehr, von dem ich gesagt habe, dass es so kacke ist. Das hat aber einen guten Grund, dass ich das gesagt habe. Naja, wir sind jetzt Rang 22, was jetzt erstmal so wird, als hätte ich mega viel gespielt. Tatsächlich habe ich aber nur eine einzige Map fertig gespielt, nämlich den Parkplatz habe ich nochmal auf leicht gespielt, der im Übrigen sehr, sehr komische Musik hatte. What the f***? Und dann habe ich halt die Affengasse nochmal zweimal auf Mittel probiert, aber komplett verkackt, weil ich mich selber dazu gezwungen habe, die neuen Türme nicht zu setzen, einfach weil ich das im Video machen wollte. Ja, wir haben hier im Übrigen so ein Weihnachtsgeschenk, da muss ich noch 37.000 Bloons platzen lassen, das war am Anfang bei 250.000, glaube ich zumindest. Dann kriege ich schon mal dieses Geschenk, das werde ich natürlich auch in einem Part öffnen. Ja, jetzt haben wir 500 Affengeld, ich wollte mir erstmal dieses Grundstück kaufen, ich weiß nämlich absolut nicht, was das ist. Das kostet zwar erstmal ein bisschen Geld, aber ich kaufe uns das einfach mal. Dann können wir nämlich so Trainingslager freischalten oder whatever das auch ist. Ich werde da, glaube ich, auf den Bloon-Häcksler gehen. Da, als maßgefertigte Häcksler. What the fuck? Okay, verringert die Turm-Upgrade-Kosten. Das sind halt einfach solche Perks. Dafür muss ich mir das auch erstmal kaufen. Ihr seht, das ist jetzt da in Bau. Hier sind übrigens die täglichen Belohnungen. Hier sind unter anderem auch ein paar Upgrades. Okay, Spezialagenten. Ja, der Affenbauer bringt uns jetzt auch was, denn wir haben ja jetzt die Bananenplantagen. Und meine Güte, wir werden heute viel ausprobieren. Das Einzige, was ich noch nicht freigeschaltet habe, sind die Tagesherausforderungen. Aber das ist auch noch nicht so wichtig, weil wir sowieso noch nichts machen werden. Wir können auch mal einen Koop-Modus spielen. Ich weiß nicht, ob ich Paul dazu bringen kann, dass er sich Bloons Tower Defense 5 kauft. Ich weiß nicht, ob er das schon hat. Kann sein. Aber naja, irgendwann wird das schon was, Leute. Aber wir haben ja noch Teil 6 zusammen. Also ja, ich würde sagen, ich zoome jetzt mal eine Map aus. Am besten eine Anfänger-Map, wo man gut Plantagen setzen kann. Und das sieht eigentlich ganz nice aus. Die gehen dann wahrscheinlich einfach hier so runter. Ja, wenn die einmal kurz runtergehen, ist das eigentlich nicht so schlimm, ne? Oder das hier, das sieht gut aus. Wir werden das nochmal auf leicht spielen, einfach weil ich kacke bin. Aber ja, Leute, tut mir leid. Und jetzt haben wir auch die ganzen guten Sachen freigeschaltet. Vor allem, es war ziemlich bitter, weil ich halt einfach meine vier Favoriten nicht setzen konnte. Die sind nämlich allesamt hier unten. Und was ich mich frage, wo zur Hölle ist das U-Boot? Es gab mal ein U-Boot, das eigentlich hier unten ist, aber das ist ja aber nicht mehr. Ich kann nicht mehr runtergehen, das ist absolut bescheuert. Ich weiß nicht, ob das aus irgendeinem Grund entfernt wurde, würde aber irgendwie keinen Sinn machen. Na, wir setzen jetzt erstmal den Bloom-Häcksler, meinen absoluten Lieblingsturm. Ah, wunderbar, Leute. Da kann man nämlich auch so krass skillen. Aber natürlich habe ich noch keine XP gesammelt mit dem. Aber der ist halt wirklich richtig gut. Demnach ist er aber auch ziemlich teuer, 640. Danach setzen wir aber erstmal den Affenpionier, denn der ist mein Zweitlieblingsaffe, könnte man schon sagen. Obwohl, nee, eigentlich der Helikopter kommt davor. Aber der ist halt auch teuer. Hier sind schon 1200 und das auch leicht. Wir haben jetzt auch ein bisschen Wasser, also können wir vielleicht den Freibeuteraffen setzen. Und ich habe auch genug Geld für den Pionier. Nice. Einfach, damit ich auch mal ein bisschen XP für den sammle. Also ja, die ich noch nicht gesetzt habe, sind quasi die hier alle. Also vom Dorf bis zum Häcksler. Jetzt habe ich halt den Häcksler schon mal gesetzt. Und wir haben auch bald schon das erste Upgrade für den. Das geht auch relativ schnell. Die vierten Upgrades irgendwie, die schaltet man aber erst bei Rängen frei. Also unseren allgemeinen Rang. Wo ich gerade gezeigt habe, dass ich Rang 22 bin. Ich weiß nicht genau, warum das so ist und warum man nicht einfach normal XP sammelt, aber egal, Leute, egal. Ja, einige Upgrades wollte ich euch auch noch zeigen, aber dafür müssen wir die Türme setzen, das machen wir einfach gleich. Vielleicht spielen wir auch gleich nochmal eine Spezialmission. Wir haben einfach 1000 Geld, Leute. Ja, die Bananenplantage, die sollte ich, glaube ich, erstmal nicht setzen, denn wir spielen auf einfach, das lohnt sich absolut nicht. Denn ich meine, ich habe so viel Geld. Oh, nice, Level-Ups für beide. So, die Wachkanonen, die sind einfach das Krasse am Pionier. Der setzt dann nämlich hier diese kleinen Kanönchen hin. Und die machen schon ganz gut Kills. Und es geht mal auf Saugiger. Ja, ich habe meine Ausgänge im Griff, Spiel.
Fertig, zeitlich begrenzte, nein, nicht bei dem. Erhöhe die Saugkraft, saug Blut schneller an, okay. Ich setze dann aber hier nochmal einen, nochmal einen Häcksler hin, einfach für mehr XP. Denn ich will die auch gut leveln. Oh Mann, das fühlt sich so komisch, dann wieder von Null anzufangen. Ich war, glaube ich, auf dem Handy Rang 47. Also ich habe nicht so oft gespielt. Ich benutze mein Handy halt einfach nicht so oft. Ist halt so ein oldes iPhone SE. Und wir haben genug Geld für einen Helikopter. Mein Zweitlieblingsturm. Oh, Hubschrauberpilot, warum wird mir das denn jetzt erklärt? Du hast einen Hubschrauberpiloten. Dieser starke Angriffshubschrauber hat mehrere Patrouillenfunktionen. Wer das schon ausfolgen, fest verankert Patrouillierung oder zwischen zwei festgelegten Punkten angreift. Ja, ich weiß, das ist am Anfang noch ein bisschen kacke, weil er der Maus folgt. Aber es gibt einen Upgrade 2, ich glaube, es war der hier, mit dem der verfolgen skillen kann. Das heißt, er verfolgt automatisch die Bloons. Jetzt gerade setze ich erstmal einen Punkt, wo der fest verankert ist am besten. Oh, vielleicht mache ich auch eine Patrouille. So, setze ich mal einfach. Okay. Gott, sieht das albern aus. Und der Affenpionier hat ein neues Upgrade. Ich glaube, ich mache nochmal lieber fest verankert. Machen wir einfach mal hier hin. Da trifft er schon. Riesennägel haben wir freigeschaltet. Warum wird denn hier nichts für die guten Sauger freigeschaltet? Ja, doch, das Upgrade hat schon ganz gut Fortschritt. Warum denn auch nicht? Oh oh, wir haben nichts gegen Tarnbloons. Ja, den einen können wir durchgehen lassen. Das muss uns ja nicht interessieren. Wir setzen einfach mal einen Sniper-Affen. Komm, hier. So, jetzt kann der auch Tarnbloons treffen. Bei dem habe ich jetzt auch eine gute Richtung freigeschaltet, nämlich hier. Das ist zwar teuer, aber da schießt er richtig schnell. Also er hat quasi ein Maschinengewehr. Das ist richtig heftig. Junge, ein Affe mit einem Maschinengewehr. Wer kam eigentlich auf diese bescheuerte Idee für dieses Spiel? Oh Mann. Wie spielt man eigentlich Teil 1? Also wie kommt man an den Teil 1? Das verstehe ich überhaupt nicht. Vierfache Wurffalle, da guck mal, da kann man verfolgen. Skillen, aber das müssen wir erstmal freischalten. Überlegene Zielerfassungscomputer bieten eine neue Zielerfassungsoption zur Verfolgung von Bloons. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich bin ja nicht dumm. Oder doch ein bisschen. Dann setzen wir auch mal den Zauberaffen, denn der ist auch gar nicht so schlecht. Aber die Richtung, bei dem ich halt immer drauf gegangen bin, die gibt es halt überhaupt nicht mehr. Und ein neues Upgrade für den Balloon-Häcksler. Das wir uns nicht leisten können. Einfach nur die Reichweite erhöhen. Okay, das ist ja nichts Essentielles, aber es ist nice to have. Warum denn auch nicht, Leute? Schmatze ich eigentlich ein bisschen häufig? Ich habe gerade noch das erste Video geschnitten. Und mir ist aufgefallen, dass ich sehr, sehr viel geschmatzt habe, Leute. Und ich meine, das ist doch sonst auch nicht so, oder? Falls doch, dann tut's mir leid. Blitzschlag aktiviert! Jetzt schießt er quasi so Blitze. Kann man, glaube ich, nicht so gut sehen, aber man kann sich quasi vorstellen, dass der Imperator Palpatine ist. Ja, dann setzen wir mal den Turm, von dem ich gesagt habe, dass er so unfassbar kacke ist, weil er halt unfassbar kacke ist. Ja, ihr seht, der schießt einfach dahin, wo ich meine Maus hinzeige. Ja, wir können direkt wieder verkaufen, das war absolute Geldverschwendung. Ja, passt hier noch ein Affendorf irgendwo hin? Das wäre ganz nice. Ja. Das würde halt nur drei Türme erwischen. Ach ja, Leute. Ein bisschen müssen wir das Dorf ja auch skillen. Das benutze ich eigentlich nicht so häufig, aber warum auch nicht, ne? Und guck mal. Schon wird Verfolgung geskillt. Das freut mich. Oh, 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 oh. Du kriegst das hin, ne? Ja, du regelst das. Geregelt. Perfekt. Welche Runde sind wir? 38 schon. Huh. Dich schießt aber eine ganze Menge. Oh, Affendorf und der Affenpionier. Warum sammelt der Affenpionier so viel XP? Affenleuchtfeuer. Erhöht die Angriffsreichweite aller Türme in seinem Radius um 15%. Okay. Wir gucken uns mal. Ja, genau bis zum Ende des Bildschirms und weiter als zum Ende des Bildschirms. Nice auf jeden Fall. Ich setze den Jungen einfach mal hier hin. Warum auch nicht? Und dann gehe ich auf Kreis. Obwohl. Ja, so ist ganz gut. Oh, der Blumenhäcksler. Ah, kann Bleibloons zerstören. Das ist natürlich praktisch. Ja, hier genau. Hochleistungssaugiger. Kann sogar Bleibloons platzen lassen. Nice. Und hier können wir das Nieder neben Zielsystem auch machen. Das ist ziemlich gut.
Allerdings gibt es hier auch einfach mehr Pfeile, Operation Pfeilsturm. Ich weiß nicht, was davon besser ist. Und ja, Leute, ich habe ein bisschen Schnupfen. Ich glaube, das hört man ein bisschen. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal bei einem hier drauf. Alter, wie sieht der denn aus? Guck mal, das ist genau der. Ich glaube, das sieht man nicht so gut. Affendorf und Hubschrauber. Oh, hat er jetzt endlich Verfolgung? Ja, hat Verfolgung. Da, verfolgen. Oh, perfekt. So. Ihr seht da, freischalten auf Rang 31. Okay. Der Junge sieht auf jeden Fall krass aus. Das ist, glaube ich... Nee, das ist nicht das vierte Upgrade. Stimmt. Wie krass muss denn das vierte Upgrade sein, wenn er jetzt schon so aussieht? Hat aber auch nur 600 Kills. Ja, hier haben wir halt das Niederneben-Zielsystem. Das ist auch krass, weil seine Pfeile halt einfach automatisch fliegen. Und jetzt ist der ganze Bildschirm voller Pfeile. Nein! Verdammt, und ich sehe meine Maus nicht mehr. Ah, da. Ich spanne jetzt einfach mal hier beim Zauberaffen. Ein bisschen Affenfestung. Okay. Wir skillen einfach mal das Dorf ein bisschen. Wo waren die denn gerade? War ich blind? Ich habe irgendwie die Blumen nicht gesehen, die der gedroppt hat. Komisch. Okay, dann setzen wir einfach mal einen Superaffen. Scheiß auf das Feuer-Upgrade. Super Reichweite. Ja, für den habe ich auch ganz viele Upgrades freigeschaltet. Größerer Servicebereich, mein MS. Warum schaltet der so viel frei? Da habe ich gerade wieder geschmatzt. Boah, what? Das ist ein krasses Upgrade auf jeden Fall. Ich gehe dann bei dem auch immer hier drauf. Dann setzt er nämlich so einen Schaum, der Charmbloons aufdeckt oder so. Ich weiß nicht. Guck mal, jetzt hat der super einfach fucking Laserstrahlen. Ich glaube, das hatten wir aber sogar in der Folge schon, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe Alzheimer, Leute. Es tut mir leid. Ich habe es vergessen. Mach dich nicht über Leute mit Alzheimer lustig. Ja, tut mir ja leid. Und wir haben irgendwas Neues für den Sniper-Affen freigeschaltet. Und ich habe Dschungeltrommeln. Und schon wieder was Neues für den. Moab-Krüppel. Oh Gott, Alter. Wie viel Neues. Okay, wir gehen aber erstmal auf das Gewehr. Junge, das ist aber richtig krass. Und hier haben wir was Neues. Dschungeltrommeln inspirieren die Türme in der Nähe dazu, 15% schneller anzugreifen. Okay, und hier halt verbesserte Komponenten im Inneren verringern die Zeit. Aha, okay, einfach schnelleres Angreifen. Nice, haben wir jetzt überall. So, hatten wir noch irgendwas? Ich weiß es nicht. Lol, das war's. Okay, warum auch nicht, ne? Ja, das war definitiv nicht schwer. Wir haben Blumenkreise freigeschaltet. Nice. Sieht aber nicht so anspruchsvoll aus. Ist das eine einfache Strecke? Scheinbar nicht. Das gilt noch als einfache Strecke. Das sieht ultra schwer aus. Obwohl, wo gehen die denn lang? Die gehen wahrscheinlich so um die Planeten lang, oder? Okay, ich bin zu dumm dafür. Na, wir spielen das jetzt sowieso nicht. Ah, es gibt schon viele Maps. Aber es gibt definitiv Maps, die sich mehr und weniger für die Plantagen eignen. Die eignen sich zum Beispiel sehr gut für Plantagen, die haben wir gerade gespielt. Oh, guck mal, die Tagesherausforderungen haben wir jetzt auch freigeschaltet. Den Odyssee-Modus gibt es zum Beispiel auch. Da muss man mehrere Karten auf einmal, also an einem Stück machen. Die leben, die erhalten sich halt einfach für alle Runden. Heißt, sie regenerieren sich nicht. Man kriegt ein bisschen Geld und ich habe Schnupfen des Todes. Alter. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, woher dieser Schnupfen kommt. Bei Teil 6 ist es so, dass man sich seine Affen auswählen muss. Ich weiß aber nicht, ob das hier auch so ist. 1500, Alter. Alter, Vater. Boah, 3500. 7000 Blumen noch, das schaffe ich ja in einer Runde. Aber das kann ich leider alles noch nicht kaufen, das ist zu teuer. Leute, seriously, es tut mir so leid. Ich weiß nicht, woher dieser Schnupfen auf einmal kommt. Wir sind jetzt hier in den Spezialaufträgen. Ja, neue Sachen freigeschaltet, das juckt mich doch alles nicht. Bestehe diese Strecke mit Schwierigkeitsgrad mittelschwer. Du darfst jedoch nicht mehr als 5 Türme oder gleichzeitig im Einsatz haben. Oh, das klingt irgendwie gar nicht so schwer. Was ist das hier? 50.000 Dollar Stadtkapital, um 50 Moab zu besiegen. Oh, das kenne ich von German Let's Play. Ich weiß aber nicht mehr genau, was er da gemacht hat. Ich werde mir das Video wahrscheinlich nochmal anschauen. Und dann einfach seine Taktik kopieren. Balloons haben die Affenstadt aufgespinnt und greifen gleich von zwei Fronten an. Ah, das kenne ich auch. Jeder Balloon, der die Stadt berührt, kostet dich ein Leben. Du musst dann halb über 65 Runden dagegen schützen. Ja, das ist nicht so schlimm. Es sind halt zwei Eingänge. Es kann nur eingeben. Absolviere Blumenkreise auf Schwierigkeitsstufe schwer und benutze dabei höchstens hier einen Turm der verschiedenen Turmarten. Oh. Es gibt echt coole Spezialaufträge hier. Und wie viel Geld man für die bekommt. Oh, 2000. Aber es gibt echt nicht viele von denen.
Ja, vielleicht sehe ich einfach noch nicht alle. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's für die heutige Folge Bloons Tower Defense. Sorry, immer noch für den Schnupfen. Das tut mir so leid. Der kommt wirklich aus dem Nichts. Ich hatte ihn ja irgendwie am Anfang des Videos noch nicht. Es ist komisch, mysteriös. Vielleicht habe ich Corona. Ich hoffe nicht. Denn dann müsste ich nicht in die Schule. Das war richtig, richtig schlimm. Ich werde jetzt offscreen noch ein paar Runden spielen. Wie gesagt, die Spezialaufträge, die bewahre ich mir definitiv für Videos. Ich werde jetzt vielleicht, ich weiß es nicht, Leute. Ich werde einfach einige Strecken mal auf leicht durchspielen. Und wir machen uns dann in der nächsten Folge an mittlere Strecken. Also, dass wir die einfach auf mittel durchspielen. Denn dann kriegen wir auch mehr Geld für. Und wie wir gerade gesehen haben, sind wir dem einfachen Schwierigkeitsgrad sehr eindeutig gewachsen. Und ich freue mich auf jeden Fall darauf, wenn wir auf Rang 35 um Platzbar freischalten. AKA Platzkonzert hat irgendwie zwei verschiedene Namen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Runde wieder, wenn ich keine Ahnung, was für ein Rang bin. Tschüss.